So, schönen guten Mittag, willkommen bei einer weiteren Edition von unserem Webcast. Heute entdecken wir eine Open Source Software mit dem Namen H5P, die dann von ermöglicht für interaktiv Lehrinhalte ganz einfach zu erstellen. Und für uns das vorzustellen, begrüße ich ganz herzlich den Kai Wörner. Hier werde ich also eine Plattform vorstellen und noch ein paar Anwendungsmöglichkeiten. Kai, ich würde vorschlagen, dass ich dir das Wort gebe. Du kannst dich vielleicht kurz selbst vorstellen und dann sofort mit deiner Präsentation auch weiterfahren. Perfekt, vielen Dank. Also, ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Kai Wörner, wie schon gesagt. Ich bin Realschullehrer an der Realschule am Europakanal in Erlangen. Das liegt in Bayern und schon öfter mal in Luxemburg auch unterwegs gewesen, am IFEN bei verschiedenen Fortbildungen. Ich unterrichte Deutsch und im Fach Geschichte bilde ich Studienreferendare, das heißt junge Lehrkräfte, bei uns aus. Und so ein bisschen Thema von mir ist auch das mit dem digitalen Unterrichten, mit dem digitalen Lehren und Lernen. Und im heutigen Webcast wollen wir uns mal mit der Seite H5P beschäftigen. Ich zeige im Prinzip zwei Seiten am Anfang. Schauen wir uns mal diese Haupttestseite an, h5p.org. Da werde ich auch ein paar Informationen zu dem Projekt an sich noch mitteilen. Wir schauen uns das mal ein bisschen an. Und im zweiten Teil können wir entweder, vielleicht wollen Sie gleich mit erstellen, auf einer Seite, die gewisse Vorteile auch zum Testen hat, Einstieg h5p.de, erste kleine Module erstellen und dann gibt es dementsprechend noch ein paar Informationen, wie man es vielleicht auch einsetzen kann. Das kommt jetzt in der nächsten halben Stunde so ungefähr auf Sie zu. Egal ob live oder aufgezeichnet, ich denke, die Schritte können Sie dann auch dementsprechend gleich immer mitgehen. Gut, was ist jetzt dieses H5P? In der Ankündigung als Schweizer Taschenmesser der digitalen Bildung auch ein bisschen bezeichnet, liegt daran, dass wenn Sie sich auf dieser Seite mal ein bisschen so umschauen, Sie haben hier verschiedenste Möglichkeiten, digitale, ich sage jetzt mal, Häppchen oder auch Bausteine dementsprechend zu erstellen. Und auf dieser Seite h5p.org sehen Sie, was alles möglich ist. Sie haben hier von A bis Z über 40 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, was Sie gegebenenfalls eben ausprobieren können. In Ihrem Lernmanagementsystem in Luxemburg ist H5P, glaube ich, integriert. Insofern müssen Sie nicht den Umweg über diese Seite gehen, aber Sie haben hier die Informationen, wie Sie solche Dinge erstellen und auch passende Beispiele. Wir können uns mal hier eins angucken. Hier hätten wir so ein Beispiel. Es nennt sich Akkordeon und da verbirgt sich so ein Aufklappmenü im Prinzip dahinter. Da könnte ich mir jetzt dann Fachbegriffe, Epochenbegriffe oder Vokabeln zum Beispiel vorstellen. Und der Sinn dahinter ist halt, dass die Schüler oder die Lernenden dementsprechend vor allen Dingen selbst tätig und auch sich selbst überprüfend mit diesem Lernhäppchen interagieren. Also das läuft alles unter diesem Postulat, dass man den Schülern quasi halt ermöglicht, digitale Inhalte nicht nur zu konsumieren, sondern irgendwo auch zu prosumieren und halt dementsprechend aktiv damit sich zu beschäftigen. Gut, wie gesagt, Sie finden auf dieser Seite sehr viele Anwendungsbeispiele und dementsprechend auch dann die Dinge, die ich Ihnen dann auch live präsentiere. Das sind auf jeden Fall mal zwei kleine Anwendungen, dazu später noch ein bisschen mehr. Und das sind verschiedene Dinge, die auch Sie vielleicht von anderen Webseiten so kennen. Sie haben halt hier in H5P quasi alles auf einem Platz. Für die, die sich technisch ein bisschen auskennen, H5P ist eine freie, quelloffene Software. Das heißt, wenn Sie Programmierer sind, dann könnten Sie rein theoretisch an diesem Projekt auch mitarbeiten. Sie könnten die Geschichte einsehen und vielleicht sogar auch selber mal so ein Modul erstellen. Wenn Sie das jetzt nicht können und zum Beispiel nur ein User sind, so wie ich, dann haben Sie dadurch aber halt die Gewissheit, dass es sich ja bei um ein Open-Source-Projekt im Prinzip handelt. Da steckt jetzt zunächst mal kein finanzielles Interesse drin, sondern die Ursprünge liegen
liegen eigentlich sogar in Norwegen. Das heißt, der norwegische Staat hat eine Softwarefirma beauftragt, ein Tool zu erstellen, mit dem man offene Bildungsmaterialien erstellen kann. Und das ist dann quasi so das Ergebnis, was in den letzten 6, 7 Jahren eben herausgekommen ist. Und es wird auch ständig weiterentwickelt. Also Sie finden verschiedene Anwendungen in einer Beta-Version oder zum Beispiel dann irgendwann halt mal auch in dem normalen Tool-Katalog mit drin. Zum Beispiel dieses interaktive Buch. Da können Sie ganze Kurse mehr oder weniger erstellen und sogar auch kleine Testmöglichkeiten. Das ist jetzt erst vor kurzem zum Beispiel online gegangen. Und eine etwas, ja, etwas schwierigere vielleicht Anwendung von H5P. Aber das lohnt sich wirklich für verschiedenste Niveaus mit der ganzen Geschichte zu arbeiten. Sie haben hier die Möglichkeit zum Beispiel auch interaktive Zeitleisten zu erstellen. Sie können auch mit dem Chrome-Browser, da funktioniert es am besten, Schülerinnen und Lernende zum Beispiel auch englische Sätze oder Vokabeln einsprechen lassen und das Programm übernimmt dann quasi die Korrektur. Sie haben die Möglichkeit, eine interaktive Präsentation zu machen, wo Sie verschiedene Inhaltstypen von H5P auch miteinander kombinieren. Und man kann sogar Dilemma-Situationen programmieren und dann quasi so wie so kleine Lernpfade erstellen. Das sind jetzt allerdings so diese schwierigeren Dinge. Es gibt aber auch ganz einfache und kleine Anwendungen, wie zum Beispiel so eine True-False-Question. Das haben Sie in 2 bis 3 Minuten gemacht. Oder hier auch verschiedene andere Möglichkeiten, eine Multiple-Choice-Frage oder so ein kleines Memory-Game zum Beispiel. Also auch im Prinzip relativ einfache Geschichten. Vielleicht kennen Sie auch verwandte Anwendungen wie zum Beispiel Singlink. Auch das hätten wir hier als Image-Hotspot relativ gut gelöst. Wer das kennt, also quasi ein Bild mit Marken versehen, wo dann Arbeitsaufträge oder dementsprechend auch andere Geschichten drunter liegen, das wäre hier auch möglich. Also Sie sehen, da gibt es schon relativ viele Anwendungsmöglichkeiten und kann man ja hier mal auf das Beispiel nochmal klicken. Sie finden überall dann auch schon mal kleine angefertigte Geschichten. Dann kann man hier zum Beispiel sitzt ein Video drunter. Hey, what's up everyone? Today I'm going to show you how to make this incredible raspberry ice cream. Gut, Sie haben das Konzept verstanden. Es geht dann auch nicht darum, nur jetzt irgendwelche Texte so zu hinterlegen, sondern es können auch Medien oder dementsprechend andere Geschichten sein. Was ganz schön ist, können wir auch in diesem Beispiel mal zeigen. Sie haben hier auch die Möglichkeit, diese Geschichten runterzuladen. Kann man hier mal auf diesen Button klicken, auf diesen Reuse-Button. Und dann haben Sie das im Prinzip auf Ihrem stationären Computer als eine Datei, H5P-Datei hinten dran mit so einer Endung und können das dann in einen anderen Kontext wieder einfügen. Das und die auch H5P hinterlegt haben. Das kann jetzt, wie gesagt, Moodle sein, es kann aber auch ein WordPress-Blog sein oder eben andere Seiten wie die, die ich Ihnen jetzt dann noch zeige. Das heißt, da, wo Sie H5P finden, können Sie dann in der Regel auch diese Anwendungen dann wieder hochladen und dementsprechend weiterverwenden. Also dieser Sharing is Caring-Gedanke, der ja beim digitalen Lehren und Lernen immer ganz wichtig ist, der ist ja, glaube ich, ganz gut gelöst und auch ein weiterer Vorteil dieser Anwendung. Gut, ich denke, so einen ersten Eindruck, was man da so machen kann, sollten Sie bekommen haben. Warum gehe ich jetzt auf eine andere Seite? Auf dieser Seite Einstieg H5P, das ist ein Projekt der Bildungspionierin Nele Hirsch, die quasi ermöglichen möchte, dass man die Geschichte mal ausprobieren kann, ohne dass man sich registrieren muss und anmelden. Das wäre jetzt auf dieser h5p.org Seite, eine Anmeldung wäre da erforderlich. Und wenn Sie es mal mit Schülern zum Beispiel machen wollen, dann bietet sich das auch an, eben mit dieser Einstieg H5P Seite zu arbeiten. Zwei kleine Nachteile. Keine Registrierung heißt natürlich auch keine Speicherung. Das heißt, alles, was Sie auf dieser Seite erstellen, sollten Sie sich halt auf jeden Fall herunterladen, so wie ich es gerade gezeigt habe. Man kann das auch auf dieser Seite dann wieder einfügen, aber um die Server nicht zu belasten,
ist auf dieser Seite dann nach 6 Stunden der Inhalt dann dementsprechend auch gelöscht und nicht mehr verfügbar, wenn man es nicht heruntergeladen hat. Also auch das, was wir jetzt machen, ist dann morgen quasi wieder Geschichte. Gut, wenn Sie es mitmachen wollen, klicken Sie mal auf Testinhalt erstellen. Und dann, das Schöne ist, wenn Sie einmal das verstanden haben, wie es funktioniert, dann können Sie eigentlich ziemlich viel machen. Und die Schritte sind ähnlich. Ich zeige ganz kurz hier die Möglichkeit, wenn Sie hier auf Hochladen klicken, dann können Sie einfach über, wenn Sie jetzt was runtergeladen hätten, über Datei hochladen, diese Geschichte hier einfügen und dann würde sich quasi das, was Sie schon gemacht haben, hier würde hier erscheinen. Das heißt, wenn Sie was Fertiges haben, dann kann man das auch immer gleich in dieser Maske hochladen und dann weiter bearbeiten. Möchte ich jetzt aber nicht machen, sondern ich möchte Ihnen mal zeigen, wie man so einen Inhalt erstellt. Und ich zeige Ihnen eine Sache, die 3 Minuten dauert und die andere dauert halt dann dementsprechend ein bisschen länger. Das erste, was ich Ihnen zeigen möchte, ist das, die Anwendung Find the Words. Sie sehen schon, in welche Richtung das geht. Das ist quasi so ein kleines Suchrätsel. Ich gehe dementsprechend vor, dass ich da draufklicke und bekomme jetzt dementsprechend auch wieder ein Beispiel angezeigt. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir wollen ja gleich mal was programmieren. Geben Sie dem Ganzen einen Titel. Ich nenne es jetzt mal Fachbegriffe. Das müssen Sie ausfüllen. Überall da, wo so ein Sternchen ist, bitte eine Eintragung machen. Alles andere macht das Programm für Sie. Dann gefällt mir hier jetzt die Beschreibung des Spiels nicht ganz. Das ist auch Englisch. Insofern hätte ich gern sowas wie finde die Fachbegriffe. Das werden Sie dann sehen, wo das oben drüber steht. Und wie gesagt, ich glaube, dass fast sind wir mit der Anwendung dann auch irgendwo schon fertig. Ich habe versprochen, es geht recht schnell. Was soll jetzt da gefunden werden? Das muss ich natürlich hier noch eintragen. Also zum Beispiel eben, ich habe jetzt neulich mal was mit Baustielen gemacht. Das heißt, ich würde jetzt vielleicht, hier sehen wir schon ein paar so Sachen, die ich schon mal vorab eingetragen habe. Also Antike, Barock, Renaissance, Moderne und Kubismus. Und vielleicht nehmen wir noch den Rokoko dazu. Und Baustelle, Kunstepochen, je nachdem, wie Sie es sehen wollen. Und das wären jetzt die Begriffe, die die Schüler zum Beispiel finden sollen. Und dann sind wir auch fast schon fertig. Es gibt hier bei vielen dieser Anwendungen immer noch mal so Untermenüs. Die können Sie aufmachen. Manchmal steht sehr viel drin. Und vieles ist auch gar nicht mal so wichtig am Anfang. Das ist durchaus auch ein Tipp, dass Sie vielleicht am Anfang möglichst wenig aufmachen, um dann dementsprechend vielleicht auch die ersten Ergebnisse zu erzielen. Und zwar in relativ schneller Zeit. Wenn Sie mit sowas arbeiten, wollen Sie ja auch, denke ich, nicht nur einen guten Unterricht machen, sondern vielleicht im Idealfall auch etwas Zeit sparen. Hier könnte man jetzt die Buchstaben, die im Rätsel vorkommen, umdefinieren. Wenn Sie jetzt eine andere Sprache machen und Sie brauchen vielleicht einen Umlaut oder irgendwas anderes, dann könnte man hier, da heißt ja hier auch Pool of Letters, also die Buchstaben, den Buchstabensalat anders definieren und ein paar andere Sachen einstellen. In der Regel, Sie sehen es auch, wie die Wörter versteckt sein sollen, auch da kann man Vorgaben machen, kann man das auch zulassen. Und hier ist zum Beispiel eigentlich gar nicht so viel zu machen. Sie können das in der Standardsache nur auf Englisch einstellen. Das liegt halt daran, dass viele Entwickler an H5P beteiligt sind und nicht jede Geschichte von einem Entwickler ist. Und je nachdem, wer das halt gemacht hat, das ist halt der Stand der Anwendung. Manchmal können Sie hier sehr viele Sprachen einstellen, manche auch im Prinzip gar nichts. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe jetzt auf Speichern. Und habe dann an der Stelle eigentlich meinen ersten Inhalt schon erstellt. Wenn Sie es jetzt live machen, dann könnten Sie über Schrägstrich-Inhalt, Schrägstrich-8073 das Rätsel auch selber mal durchführen. Das wird natürlich dann später nicht mehr funktionieren. Aber Sie sehen schon, was passiert. Die Wörter sind jetzt irgendwo eingefügt und dann kann ich hier diese Wörter finden. Ab dem Moment, wo ich anfange, läuft auch die Zeit, hat man übrigens so einen kleinen Gamification-Ansatz mit dabei. Und je nachdem, wo die Wörter versteckt sind, kann ich dann halt
auch vielleicht dann auch Gesprächsanlässe bilden. Warum habe ich die jetzt gefunden? Das, was Sie dann damit machen, das ist ja Ihnen überlassen. Ja, also ich habe jetzt mal auf die Schnelle 4 Stück gefunden, möchte jetzt auch aufgrund der Zeit und einfach Ihnen auch mal zeigen, was dann da so als Feedback kommt. Man sieht hier die Gefundenen, was noch fehlt, steht auch da. Dann haben wir hier diese Hinweisung, diesen Hinweis Find the Words. Der, haben wir gesagt, die Grundeinstellung ist Englisch. Und dann können Sie hier so eine Überprüfung machen. Dann sieht man, okay, 4 von 6 gefunden. Und man kann das Ganze aber auch nochmal machen. Und dementsprechend dann auch könnte es sein, dass sich jetzt das Wort zum Beispiel woanders befindet. Ich glaube, das war jetzt vorhin hier nicht. Gut, innerhalb von 2 bis 3 Minuten einen digitalen Inhalt erstellt. Denken Sie daran, dass Sie das auch wieder speichern. Auf der Seite ist sowieso wichtig, um halt dann dementsprechend später wieder weiter damit arbeiten zu können. Wenn Sie einen Blog oder irgendwie sowas haben und mit iFrames arbeiten, dann kann man das auch auf seine Seite einbetten. Das ist halt jetzt die Frage, womit Sie arbeiten, ob Sie was vom zum Beispiel Ihr Moodles Lernsystem, Lernmanagementsystem nutzen oder irgendwas eigenes. Es wäre auch möglich, diese Inhalte direkt auf einer Seite einzubetten. Wer das technisch kann, kann sich ja dann gegebenenfalls auch das mal ausprobieren. Gut, das wäre jetzt die erste Sache, die ich Ihnen gezeigt habe. Die zweite Sache, eigentlich relativ beliebt, ist das sogenannte interaktive Video. Ich denke, für alle Fächer sinnvoll. Und Sie haben ja vielleicht auch immer auch schon mal sowas gesucht. Wie kann ich denn die Schüler dazu bringen, ein YouTube-Video zum Beispiel nicht nur eben anzuschauen, sondern auch aktiv irgendwas damit zu machen? Und das geht hier mit der Seite eigentlich ganz gut und mit H5P dementsprechend auch so, wie ich es Ihnen jetzt kurz zeige. Sie sehen hier interaktives Video, das klicken Sie an und dann bekommen Sie, das haben Sie jetzt schon einmal gesehen, eine weitere Maske mit insgesamt 3 Schritten, die wir gehen müssen. Gut, als allererstes mal brauchen wir ein Video. Haben Sie jetzt selber ein Video gemacht oder vielleicht einen Versuch in der Naturwissenschaft aufgezeichnet, dann können Sie natürlich auch Ihr eigenes Video hier hochladen. Vielleicht ist es wahrscheinlicher, dass Sie zunächst mal mit so einem YouTube-Video arbeiten. Gut, ich suche mir mal eins. Was können wir da machen? YouTube-Video. Schauen wir mal, was wir da so finden. Der Erste Weltkrieg vielleicht. Neulich gemacht. Die sind ja auch ganz nett. Wer Geschichte hat, dieser Mr. Wissen to Go macht eigentlich ganz brauchbare Videos. Und wie gesagt, vielleicht will man da ein paar Aufgaben dazu machen. In diesem Video beschäftigt. Gut, ich halte es mal an. Ich klicke auf diesen Teilen-Button. Und füge das hier in mein Feld ein, wo es heißt oder YouTube-Link einfügen. Das bestätige ich und wenn hier YouTube steht, dann haben Sie dementsprechend den ersten Schritt schon eigentlich erledigt. Sie erinnern sich, dass ich vorhin gesagt habe, es gibt viele Menüs, im Zweifelsfall mal zulassen. Dann müssen Sie nicht ganz so viel nachdenken und wie gesagt, verlieren sich auch nicht in der Vielzahl der Möglichkeiten, was Sie machen können. Schon eine Gefahr. Also wenn Sie dementsprechend da ja vielleicht am Anfang auch zu viel Zeit investieren, ich habe es jetzt dementsprechend nochmal gesagt. Trotzdem mache ich mal das hier auf, weil es gibt eine interessante Einstellung, die Sie vielleicht sonst überlesen würden, dass Sie das Video wo starten können und so, das ist alles klar. Es mag sinnvoll sein, das Springen zu deaktivieren. Dann muss der Lernende das Video anschauen, ohne vorzuspulen. Und das kann ja in Ihrem Kontext vielleicht durchaus wichtig sein. Ich würde das allerdings, wenn Sie das wollen, ganz am Schluss erst anhaken, weil Sie dann eventuell dann nichts mehr bearbeiten können, weil dann bei den Zwischenversionen, die Sie da erstellen, natürlich das Springen auch deaktiviert ist. Das vielleicht mal für den Hinterkopf. Gut. Spannend wird es jetzt dann bei Interaktionen. Also ich habe jetzt hier mein Video, was ich dementsprechend hier erstellt habe.
Also eigentlich habe ich ja nichts gemacht, außer einen Link eingefügt. Und es ist übrigens auch so, dass Sie das Video dadurch nicht herunterladen. Das ist ja vielleicht auch datenschutzrechtlich bei uns zumindest heikel. Würde ich nicht empfehlen, Sachen herunterzuladen, sondern Streamen ist bei uns erlaubt und vielleicht ist es bei Ihnen ähnlich. Und diese YouTube-Videos werden gestreamt und das, was Sie jetzt da einfügen, ist quasi wie so eine Art Filter drüber. Das heißt, Sie verändern eigentlich auch nichts. Nur jetzt halt in diesem Kontext. Also Sie sind da auch Stand jetzt auf einer rechtlichen, sicheren Seite, weil Sie an dem Video keinen Zugriff, nichts verändern. Okay, was kann man machen? Man kann jetzt hier als allererstes mal Lesezeichen einfügen, um zum Beispiel so ein Video zu gliedern. Sie haben gesehen, ich habe da drauf geklickt und würde jetzt hier zum Beispiel mal Start eingeben und vielleicht Heldengeschichten an einer anderen Stelle wollen Sie ein anderes Lesezeichen einfügen. Da geht es vielleicht dann um den Krieg in der Luft. Ich habe jetzt nicht so wirklich die Ahnung, worum es da in dem Video geht, aber das ist jetzt auch nicht das Entscheidende. Sie sehen hier zwei so kleine weiße Linien, das heißt, das wären jetzt quasi Ihre Kapitel. Das kann man dem Schüler ja an die Hand geben, dass dementsprechend auch er vielleicht nur bis zum zweiten Strich das Video anschauen muss oder wie auch immer. Also das legen Sie ja fest. Eine Möglichkeit. Ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt nebenbei vielleicht, ich habe jetzt gestern das schon mal mit einer Gruppe gemacht, wenn Sie zum Beispiel sagen, man soll jetzt erstmal irgendwas dazu lesen, bevor man weiterschaut. Vielleicht gibt es ja hier, wie gesagt, die Seeschlacht am Skagerrak. Vielleicht ist die irgendwo wichtig in dem Zusammenhang. Dann kann man es auch so machen, dass man direkt in das Video einen Link einfügt. Sie haben es gesehen, ich habe auf dieses Link-Symbol oben in dieser Taskleiste geklickt und lass vielleicht mal an der Stelle das Video pausieren. Gib ein, nicht liest dir zuerst die Biografie durch, sondern liest dir zuerst die Wikipedia-Seite durch. Füge das ein und bekomme dann auch noch die Möglichkeit, das mir in einer anderen Farbe anzeigen zu lassen. Und da sehen Sie schon, da fängt es halt dann an, auch vielleicht ja, Schatten anzeigen, je nachdem, was Sie da machen wollen. Und wir denken dran, im Zweifel zulassen. Ich schreibe fertig dazu und habe dann dementsprechend an der Stelle, wenn das Video dahin kommt, wird es stoppen und dann kann der Schüler zum Beispiel aus dem Video herausgeführt werden, um da irgendwelche Informationen zu bekommen und danach kann er dann mit dem Video weitermachen. Sie haben sicherlich auch analoge Arbeitsblätter, die sich gut einsetzen lassen und wo Sie damit eigentlich dann Ihre Sachen, die Sie schon haben, ja perfekt upgraden können, würde ich jetzt mal sagen. Also Sie sind doch da bestimmt auch gut bestückt, was das betrifft. Warum aber nicht nochmal so eine Sache zum Beispiel einfügen und dann das mit dem Material, was Sie schon haben, kombinieren? Das wäre ja vielleicht auch eine Idee. Sie können nach einem ähnlichen Prinzip Text einfügen. Sie können ganze Tabellen einfügen. Vielleicht wollen Sie mal veranschaulichen an dem Video, wie die Truppenverhältnisse waren, wie schaut es mit den Waffen aus, wie schaut es mit den Dreadnoughts aus, diesen Kriegsschiffen. Das könnte man hier neben dem Video quasi wie so eine Art, ja, vielleicht Lehrer-Frontalunterricht-Teil, sage ich einmal, verdigitalisieren, ohne dass Sie die Schüler, so wie ich jetzt in dem Moment halt auch mit Ihnen, irgendwie zutexten müssen, sondern dass Sie einfach halt die Informationen noch zufließen lassen, die Sie vielleicht in dem Video zu kurz kommen. Sie können auch Bilder zum Beispiel noch dazufügen, während der jetzt hier erklärt, worum es da geht im Ersten Weltkrieg. Vielleicht brauchen Sie irgendeine Quelle oder Bildquelle noch extern, dann fügen Sie es ins Video ein. Dann gibt es hier einen ganzen Set von verschiedenen Fragetypen, die Sie einfügen können. Man kann auch so kleine Drag-and-Drop-Aufgaben machen, Wörter markieren, Text irgendwo hin und her ziehen. Und was man auch machen kann, man kann Schülern nach Beantwortung einer Frage zu einer Stelle im Video vorspulen lassen oder man kann die Schüler auch bei nicht richtiger Beantwortung dann die 2 Minuten nochmal anschauen lassen. Das nennt man Crossroads. Das ist quasi so eine Aufgabe, wo halt man sich entweder entscheiden muss
vielleicht auch selber, dass mein Schüler sagt, jetzt kommt noch mal eine genauere Beschreibung. Wenn du schon sicher bist, kannst du dir diese 3 Minuten des Videos sparen. Gut. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück und füge hier mal eine Frage ein. Vielleicht einfach so eine True-False-Question. Das geht jetzt, denke ich, am schnellsten. Und Sie haben das System dann auch verstanden. Hier oben sehen Sie immer, wann das angezeigt wird, auf die Hundertstel genau. Ich lasse immer das Video pausieren an der Stelle, sodass der Schüler merkt, er muss jetzt irgendwie was machen. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, es als Button anzeigen zu lassen. Ich empfehle Ihnen immer das Pop-up-Fenster. Ich zeige Ihnen dann auch später gleich, warum. Gut, dann kann ich hier die Frage eingeben. Ihr könnt hier übrigens auch wieder Medien zusätzlich noch beifügen. Das wird dann oberhalb der Aufgabe angezeigt. Ja gut, also wie Sie sehen, wieder sehr viele Möglichkeiten. Und ja, im Prinzip wäre jetzt hier, könnt ihr mir vorstellen, dass es da um den Schliefenplan geht. Und da könnte man jetzt das in dem Fall dann halt so formulieren, der Schliefenplan war eine Idee aus dem Jahr 1905, war das, glaube ich. Und dann wäre jetzt hier die Antwort wahr. Und auch hier haben Sie wieder die Möglichkeiten, verschiedene Verhaltenseinstellungen zu machen und auch Feedback einzutragen. Vielleicht wollen Sie, dass der Schüler direkt Feedback bekommt, ein weiterer Vorteil, dann können Sie das hier dementsprechend gleich reinschreiben. Also sowohl bei falscher als auch bei richtiger Antwort kommt dann eine personalisierte Nachricht. Was auch geht, ist, dass Sie zum Beispiel, das Video kann nur fortgesetzt werden, wenn der Schüler alles gewusst hat. In dem Fall halt eine Frage. Gut, ich klicke mal auf Fertig. Und jetzt sehen Sie schon, warum ich gesagt habe, machen Sie das mit diesem Pop-up-Fenster, weil dann können Sie nämlich hier im Nachhinein das noch so ziehen, wie Sie das möchten und vergessen das nicht und können es an die Stelle platzieren, die Ihnen am besten gefällt. Okay, ich habe jetzt 2 Sachen eingefügt. Ich hoffe, hoffentlich das Springen deaktiviert. Ich würde jetzt das Video mal speichern. Oh, da muss ich noch was eingeben. Einen Titel. Also Sie sehen, wenn Sie mal einen kleinen Fehler machen, das Programm verzeiht alles. Dann speichere ich das und dann sehen Sie hier 4 kleine Interaktionen. Sie sehen hier unsere 2 Striche. Hier sehen Sie den Link und hier sehen Sie die Frage. Ich lasse das jetzt mal laufen und fülle es für Sie aus, sodass Sie sehen, wie das dann auch ausschaut. Ja, das größte Problem war, die deutschen Heere müssen durch Belgien durch, um Frankreich anzugreifen. Als sie das neutrale Belgien überfallen, greift... Gut. Ich denke, da geht es wirklich darum. Sie klicken jetzt auf Wahr. Es wird überprüft. Auch noch England ein. Und Frankreich wird nicht in ein paar Wochen besiegt. Bis ich zum Link komme. Luftschiffe ein. Deutschland bombardiert mit Zeppelinen sogar London. Dann fliegen Flugzeuge. Der Kampf der Piloten, Mann gegen Mann am Himmel, taugt für Heldengeschichten. Gut, Sie sehen hier wieder jetzt unser Kapitel Krieg in der Luft. Das haben Sie gesehen und jetzt kann der Schüler, passt jetzt natürlich nicht ganz, eine Seeschlacht zu der Luftgeschichte, aber Sie haben das Prinzip verstanden. Und insofern kann ich eigentlich mit so einem Video, wenn ich möchte, große Teile so einer Unterrichtsstunde auch gestalten. Gerade wenn Sie jetzt an Fern- und Wechselfern- und Distanzunterricht denken, ich glaube, eine schöne Möglichkeit, um seinen Unterricht anzureichern. Ich habe Ihnen 2 Sachen gezeigt von über 40 Möglichkeiten, was Sie mit H5P machen können. Kurz gesagt, so als kleines Fazit. Sie werden sehr lange damit beschäftigt sein, bis Sie sich alles da im Prinzip angeschaut haben. Aber Sie können auch schnell erste Erfolge erzielen und das, denke ich, gut einsetzen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Sie haben vielleicht nebenbei ein bisschen was ausprobiert und würde sagen, trauen Sie sich ran. Es ist bei Schülern sehr beliebt und ich denke, bei Lehrkräften auch. Und in einem nächsten Schritt können Sie sich ja auch mal überlegen, ob Ihre Schüler nicht auch solche Inhalte mal selber erstellen können und Sie vielleicht auch die Möglichkeit haben, eine Prüfungsaufgabe mit H5P zu formulieren. Aber wie gesagt, das bleibt alles Ihnen überlassen. Vielen Dank
Viel Freude damit und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Kai, dir für diese Präsentation. Ich fand sehr klar, sehr praxisorientiert auch. Und man sieht die Vorteile, dieser Plattform sind sicherlich, dass man eben, wie du gerade gesagt hast, viele von den Web-Tools, die verschiedene vielleicht kennen, dass man die auf einer Plattform, auf einer Stelle eben findet. Und man hat auch anhand von deinen Beispielen ja gesehen, dass es wirklich ziemlich intuitiv und leicht ist, so Lerninhalte selber zu erstellen. Und was ich auch besonders interessant fand, ist eben, dass es auch diese Testplattform gibt, die einem eben ermöglicht, das Ganze ein bisschen zu entdecken, ohne gleich zu registrieren. Dir noch einmal vielen Dank für deine Präsentation. Euch erste Bausen soll ich da noch vielmals merci, dass ihr dabei wart. Und hoffen, dass ihr ganz gleich dann nächsten Kai beim Webcast kommt. Begrüßen. Vielen Dank. Danke dir, Kai, und tschüss. Ciao.